Es ist eines der engsten und steilsten Täler des Landes, das Norangsdalen an der norwegischen Westküste, rund 400 Kilometer nördlich der Stadt Bergen, bekannt als das Lawinental. Den Norweger Svein Wulstad zieht es immer wieder in die Gegend, denn er kennt hier einen ganz besonderen Ort. Den Bergsee Lyngstølvatnet. Es war am 26. Mai 1908. Von den Bergen kam eine Lawine herunter. Die Felsen, die runterrollten, bildeten eine Barriere und stauten den kleinen Fluss, der durch das Tal führte. Das Wasser stieg immer höher und das war sozusagen die Geburtsstunde dieses Sees. Svein Wulstad ist Leiter einer Tauchbasis. Regelmäßig taucht er im Bergsee. Manchmal nimmt er andere Taucher mit. Im Lyngstølvatnet sind Überreste einer Siedlung zu finden, die hier vor mehr als 100 Jahren verschwand. Schon vom Ufer sind Reste eines versunkenen Dorfes zu erkennen. Die alte Landstraße weist den Weg zum Grund des Bergsees. Früher führte sie durch das gesamte Tal in das Dorf hinein. Das Wasser ist nur wenige Grad Celsius kalt und kristallklar. Sogar das Straßenschild ist noch erhalten. Das war die Landstraße Nummer 9. Die ersten Anzeichen der Ortschaft: Steinmauern. Früher hüteten die bis zu 30 Bewohner der Siedlung hier ihr Vieh. Heute gibt es kaum Leben auf dem Grund des Bergsees. Die Brücke aus Feldsteinen macht heute wenig Sinn. Früher führte sie über den Gebirgsbach Ling, der zu diesem See anschwoll. Der Tauchgang ist für Svein Wulstad jedes Mal ein Ausflug in die Vergangenheit. Ich stelle mir vor, dass da plötzlich eine Ziege oder ein Schaf steht. Ich stelle mir Kühe und Menschen vor. Und ich sehe genau, wie es damals war. Ich sehe die Gatter, die Bäume, die Zäune. Das ist ein fantastischer Tauchgang. Es hat etwas Magisches, wenn ich durch den Birkenwald schwimme und die Äste und Zweige sehe. Das ist richtig toll. Diese Felsbrocken zerstörten die Siedlung. Einige sind über 5 Meter groß. Es erscheint wie ein Wunder, dass keiner der Dorfbewohner zu Schaden kam. Die versunkene Siedlung beschäftigt auch die norwegische Regierung. Die Regierung ist der Ansicht, dass wir den Unterwasserwald schützen sollten. Vielleicht gibt es daher schon nächstes Jahr erste Verbote. Dann dürfen keine Taucher mehr in den See, die Bäume beschädigen könnten, sondern nur noch Schnorchler. Und so war das heute vielleicht einer der letzten Tauchgänge in eine versunkene Welt, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen haben.